Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich befinde mich gerade drin im Leben, drin in der Natur und genieße das Grün um mich herum. Heute ist es recht windig, ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut verstehen. Jetzt im Juni, Ende Juni, Juli, kann man sich ja in Deutschland richtig, richtig gut regional versorgen. Es gibt Gemüsefrüchte wie Gurke, Tomate, Paprika, dann verschiedene Salate. Es gibt die Erdbeeren, die Beerenfrüchtesaison beginnt jetzt. Und es gibt verschiedenes Wurzelgemüse wie Radieschen, Möhren, Rettich und Kohlrabi. Und natürlich auch viele Gartenkräuter. Ich bevorzuge momentan eher die Gemüsefrüchte wie Gurke und Tomate und esse auch viele Erdbeeren und ich sammle mir auch ganz viel Wildkräuter in der Natur bzw. ziehe mir auch grüne Gräser und Grünkraut. Ich werde ja auch immer wieder gefragt, ob eine Rohkosternährung bzw. eine gesunde Ernährung mit viel Frischkost nicht einfach zu teuer ist. Gerade für Familien oder auch Alleinerziehende mit Kindern ist es recht schwierig, ein bestimmtes Budget für gesunde Ernährung auszugeben. Und aus diesem Grund mache ich auch hier dieses Video, weil ihr könnt euch kostenlos in der Natur wertvolle Wildkräuter sammeln. Und ihr könnt euch in eurer Küche wertvolle grüne Gräser, Grünkraut und Sprossen für wenig Geld ziehen. Und das sind für mich die hochwertigsten Lebensmittel, die es gibt, mit denen man sich auch mit genügend wichtigen Nährstoffen versorgen kann. Und wenn euer Budget wirklich sehr gering ist, dann verzichtet einfach auf die teuren Salate, die es eben in Bioqualität auch gibt, sondern sammelt euch kostenlos Wildkräuter in der Natur bzw. zieht euch kostengünstig grüne Gräser, grünblättrige Sprossen und Grünkraut. Mit diesem Video möchte ich euch einfach dazu inspirieren. Und als erstes zeige ich euch, welche Wildkräuter ich momentan im Juni, Juli hier in Deutschland, hier in meiner Region sammle. Wir sind hier gerade im Leben, in der Natur, an einer unserer Lieblingsstellen mit einem umgestürzten Baum. Und mein ältester Sohn Simon liebt es einfach, mit diesem Baum zu sein, überhaupt zu klettern und in der Natur zu sein, auf Bäumen zu sein. Und während er hier so klettert, nutze ich die Gelegenheit und sammle etwas Wildgrün. Und was ihr hier seht, das ist Girsch. Ganz viele Girschpflanzen wachsen hier. Und es ist auch ein sehr, sehr wertvolles Wildgrün für mich, was ich wirklich von Frühjahr bis zum Herbst regelmäßig zu mir nehme. Und ich habe kürzlich auch ein Video veröffentlicht, wo ich den Girsch noch mal genauer vorstelle. Das Video verlinke ich euch oben rechts in den Infokarten. Und ich werde jetzt einige Pflanzen sammeln mit Stängel. Zum Beispiel hier könnt ihr das gut sehen, die Stängel. Die sind doch etwas saftiger, die kann man halt gut entsaften. Ich verwende Girsch gern für grüne Säfte. Dann nehme ich noch Brennnessel dazu, Wiesengras, Gurke, manchmal noch ein bisschen Zitrone und Ingwer. Und das ist für mich ein sehr, sehr schmackhafter grüner Saft. Wundervoller, nahrhafter Strauß von Girschpflanzen. Und wenn ich mich jetzt von dem Girsch um 180 Grad drehe, dann habe ich hier ganz, ganz viel Brennnessel. Auch ein wunderbares regionales Superfood, enthält viele wichtige Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente, natürlich das wertvolle Chlorophyll. Und Brennnessel enthält ganz viel wertvolles pflanzliches Eiweiß. Eine sehr sättigende Wildpflanze, die uns mit vielen wichtigen Nährstoffen versorgen kann, die wir brauchen. Da kann kein Kulturgemüse oder kaum ein Kulturgemüse, kaum ein Kulturblattgrün mithalten. Die Wildpflanzen sind wirklich das beste Geschenk der Natur für uns. Und ich möchte auch hier nochmal erwähnen, dass man wirklich sehr achtsam und mit Bedacht sammeln sollte. Wirklich nur so viel, wie man benötigt. Und ich ernte generell keine Pflanzen mit Wurzeln, damit sich die Pflanze wieder erholen kann. Wenn ich jetzt hier oben von der Brennnessel den obersten Teil abpflücke, mit Dankbarkeit natürlich, in Liebe und Dankbarkeit, dann weiß ich, dass die Pflanze in einiger Zeit wieder neue Blätter austreibt und ich da wieder ernten kann. Und ich werde jetzt einfach noch ein bisschen Brennnesseln sammeln, diesmal für einen grünen Saft. Dann nehme ich ein bisschen mehr, also auch nicht nur Blätter, sondern nehme ich auch ein bisschen vom Stängel mit und kann meinen grünen Saft damit richtig, richtig gut aufwerten. Nochmal zum Ernten möchte ich sagen, ich verwende ja keine Hilfsmittel. Ganz selten nehme ich auch meine Schere, wenn ich einen größeren Teil der Brennnessel ernten möchte. Aber es gibt auch zwei verschiedene Brennnesselsorten. Eine, die nesselt nicht so stark und es gibt eine, die nesselt wirklich sehr, sehr stark. Das ist dann auch für mich schmerzhaft, aber ich sammle meistens die Brennnesseln, die nicht so stark nesseln. Und diese hier kann ich auch ganz ohne Probleme anfassen. Es nesselt nur ganz leicht, vielleicht bin ich auch einfach auch schon abgehärtet. Und ja, wer gern Brennnesseln sammeln möchte und sich da wirklich ein bisschen
abgeschreckt fühlt durch diese Nesselhaare, ein wichtiges Merkmal der Brennnessel, der kann Handschuhe anziehen oder wirklich mit einer Schere ernten, sehr vorsichtig. Es wäre schade, wenn ihr euch dieses wunderbare Wildgrün, dieses wunderbare Superfood aus unserer Region nicht zunutze macht. Mein jüngster Sohn Silas hat auch noch einen Tipp. Silas, magst du noch was dazu sagen? Dann kann die Brennnessel auch unten anfassen, da brennt es nicht. Genau. Überhaupt, wenn man die Pflanze von unten, wenn man hier hochstreicht, dann nesselt überhaupt nichts. Die nesseln vor allem oben. Ich bin zwar schon jetzt abgehärtet, aber wenn ich sie von unten nach oben streiche, spüre ich gar nichts, beziehungsweise auch nur ganz minimal was. Einfach mit Achtsamkeit, mit Liebe, mit Dankbarkeit, vorsichtig, keine hektischen Bewegungen und dann kann einen die Brennnessel auch nicht verletzen. Die Brennnessel könnt ihr auch pur vor Ort essen. Die meisten Menschen, die Brennnesseln ernten, die entsaften sie oder geben sie mit einem grünen Smoothie oder schneiden sie klein und geben sie in einen Salat. Aber wie kann man die Brennnessel vor Ort roh essen? Und Silas, mein jüngster Sohn Silas, möchte dazu noch was sagen? Man kann die Brennnesseln auch hier unten anfassen, abrupfen und dann zusammenrollen. Silas kann sie jetzt nicht zusammenrollen, weil noch seine linke Hand, die war jetzt 4 Wochen im Gips, sein Mittelfinger war gebrochen, jetzt kann er sie noch nicht so gut benutzen. Er hat erst seit 2 Tagen den Gips ab und deswegen wird Simon diese Rollen. Dann kann man sie essen. Und das kann man essen. Magst du probieren? Okay. Bisschen wie Gürtel. Aber so nussiger, ne? Nicht so ganz so intensiv. Schmeckt nussig. Simon, du? Ist gut, ne? Wir hatten das schon mal mit deinem Freund, weißt du noch? Und der war total begeistert, Luis. Der kannte das gar nicht. Also ich fände es gut, wenn Kinder lernen, wie man Brennnessel in der Natur essen kann. Und es gibt noch einen Trick, Simon. Wenn man sie so faltet, ne? So und dann drauf rumdrückt, dass man die Nesselhaare zerstört. Richtig gut. Richtig drauf rumdrücken. Richtig zerknetschen, zerdrücken. So, dann kann man es essen. Es kommt von dasselbe raus, aber. Du hast es jetzt wirklich im Mund gesteckt. Juhu! Bisschen weggeschnommen. Ich glaube, da waren noch ein paar Haare. Okay, das härtet den Mund ab, oder? Aber auf jeden Fall schmeckt wie Ahorn. Nein. Schmeckt wie Gürsch? Ja. Aha, ich finde Gürsch ja würziger. Also die Brennnessel schmeckt eher so spinatartig, nussartig. Mhm. Aber ja, jeder hat einen anderen Geschmack. Ne? Jeder, ich habe Gürsch lange nicht mehr gegessen, aber. Der steht wieder. Gleich hier nebenan, den kannst du gleich nochmal pflücken, wenn du magst. Okay. Und hat er keine Stacheln. Nee, da hat er keine Stacheln, da kannst du einfach das Blatt abpflücken. Und? Der schmeckt ein bisschen anders. Der schmeckt. Schmeckt schon besser. Brennnessel schmeckt besser. Finde ich gut. Ach, hast du dir jetzt einen Gürschplatz zusammengerollt? Okay. Innen drin habe ich noch was. Oh, innen drin eine Brennnessel? Das ist ja originell. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Ich kann es nicht sehr, machen. Oh, dann lass mich mal probieren. Ich habe zwar jetzt noch gar keinen Hunger, aber das muss ich jetzt mal probieren. Und? Naturbonbon. Genial. Kannst du auch mal eins machen? Oh, ich glaube, mein Jungs, jetzt geht's hier los. Mein Jüngster, der sonst nie Wildkräuter isst, jetzt geht's los. Ja, ich sammle mal dabei noch ein bisschen Brennnessel. Für meinen tollen grünen Saft. Gleich noch mal gucken hier. Live mit dabei, wie ein Naturbonbon hergestellt wird. Kannst du auch mal ein Video darüber machen? Mach ich doch gerade. Na ja, wie es gemacht wird. So denkst du direkt, so wird ein Naturbonbon gemacht. Nur mit diesem Titel. Okay, na, können wir nochmal. Kommt doch an, ob man es. Aber kann auch noch eins ausfinden. Gürsch geht gar nicht für dich. Oh, du hast mal eine Weile Gürsch gegessen, das weiß ich noch. Ich musste. Ich habe ihn ehrlich gesagt dazu verdonnert, wenigstens ein Gürschblatt am Tag zu essen. Aber was du mochtest, waren Lindenblätter. Stimmt? Die gibt's hier nicht. Nee, leider nicht. Hier gerade nicht. Aber Lindenblätter, wir können mal ein paar gucken. Lindenblätter sind sehr schmackhaft. Hier habe ich schon. Ich mache mich jetzt an die Arbeit. Was machst du jetzt? Mich an die Arbeit machen. Und was? Machst du jetzt hier nochmal Naturbonbons? Machst du auch noch eins mit? Kann man ja auch verkaufen. Oder verschenken. Mit ganz viel Liebe rollen. Dem schmeckt. Und dann verschenken, genau. Genau, ich habe hier jetzt schon ein bisschen was gesammelt. Hier sind Brennnessel drin und Kirsch und. Es gibt noch ein Wildgrün, was ich jetzt
unbedingt noch sammeln möchte für meinen Grünsaft. Das gehört unbedingt dazu. Was schätzt du? Durch? Ist schon drin? Oh. Befindet sich schon hier drin? Brennnessel? Nein. Das sieht nicht so wie ein typisches Wildkraut aus mit ganz mit Blättern. Okay, nee, ich weiß nicht. Nee, keine Ahnung. Okay, aber ihr wisst genau, also ihr habt mich schon ganz oft das Ernten sehen. Ihr kommt jetzt einfach nur nicht. Und was ist es? Rauchending? Nein. Und was ist es? Wiesengras, jetzt wissen wir es. So. Ich weiß es, Mama, Wiesengras. Juhu. Da gehen wir jetzt auch gleich hin und ernten Wiesengras für meinen Grünsaft. Tschüss. Wie fühlt sich das denn eigentlich das Barfußlaufen an, Silas? Gut und grüne Massage. Auf jeder Erdschicht eine andere. Hä? Auf jeder Erdschicht eine andere? Eine andere Massage. Ach so. Du meinst, wenn du auf Erde läufst, wenn du auf Stein läufst, auf Sand, auf Wiese. Bäumen. Auf Bäumen, genau. Hier ist ja der... Ich zeige euch nochmal diesen umgestürzten Baum. Ich liebe es auch, auf diesem Baum barfuß zu laufen. Es ist einfach wunderschön, diese Maserung zu spüren. Simon läuft jetzt hoch, aber er hat Sandalen an. Er läuft nicht so gern barfuß, weil er zu empfindsam an den Fußsohlen ist. Er kann das manchmal gar nicht aushalten, diese Massagen. So läuft er mit Schuhen. Hier gibt es ganz viel Ackerschachtelhalm. Den werde ich mir jetzt auch sammeln. Den entsafte ich oftmals mit anderen Wildkräutern und Gurke. Auch ein tolles, mineralstoffhaltiges Wildgrün. Und hier wächst natürlich mein geliebtes Wiesengras. Das werde ich mir jetzt auch gleich sammeln. Das Wiesengras enthält fast alle Nährstoffe, die wir Menschen zum Leben benötigen. Vor allem Mineralstoffe, Spurenelemente, natürlich wertvolles Chlorophyll. Und es ist den Kulturgräsern haushoch überlegen. Obwohl ich auch die Kulturgräser aus Gerste, Dinkel und Kamut sehr schätze und mir auch regelmäßig ziehe, vor allem im Winter. Aber von Frühjahr bis Herbst liebe ich es einfach regelmäßig, Wiesengras vor allem in Form von frisch gepressten Säften zu mir zu nehmen. Ich nehme auch noch ein paar Blätter vom Waldziest mit. Hier haben wir noch ein bisschen Taubnessel, nehme ich auch noch ein paar Blätter mit. Und Guntermann auch. Wir waren gerade bei Erntemilch und haben Bio-Erdbeeren gesammelt und auch noch ein paar Johannisbeeren. Und hier auf dem Gelände von Erntemilch gibt es auch ganz viele Wildkräuter. Die zeige ich euch jetzt einfach mal. Hier habt ihr zum Beispiel Spitzwegerich. Und daneben wächst gleich junge Schafgarbe mit diesen gefiederten Blättern. Hier ist noch eine Papiertüte mit und da werde ich mir jetzt einige Wildkräuter noch sammeln zu den regionalen köstlichen Beeren. Hier wachsen auch riesige Löwenzahnpflanzen. Der Boden muss hier besonders gut sein. Da nehme ich mir auch ein paar Löwenzahnplättchen in Anführungsstrichen mit. Und hier seht ihr ein wunderbares Exemplar einer Wegrauge. Die Plättchen, die Blätter schmecken kresseähnlich senfartig. Sehr schmackhaft. Da werde ich mir jetzt auch ein paar Plättchen mitnehmen. Hier gibt es ein paar Exemplare des Hirtentäschels. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Hier weht gerade ein bisschen ein Wind. Ich kann das nicht so gut fokussieren gerade, aber ich glaube, wer das Hirtentäschel kennt, wird es erkennen. Und daneben wachsen ganz viele Meldepflänzchen. Sehr schmackhafte Blätter, die schmecken so nussig mild. Da werde ich mir jetzt auch ein bisschen was mitnehmen. Und hier seht ihr noch fantastische Exemplare eines Sauerampfers. Das gibt es hier ganz weit verbreitet. Vielleicht könnt ihr das erkennen, alles was so rötlich blüht, ist alles Sauerampfer. Und da werde ich mir jetzt auch ein paar Pflänzchen mitnehmen, beziehungsweise ein paar Blättchen. Ich reiße ja keine Pflanzen mit Wurzeln raus, sondern zwacke immer mal dort und da ein paar Blättchen ab. Als nächstes möchte ich euch zeigen, welche Lebensmittel bei mir in der Küche wachsen. Grüne Gräser, Grünkraut und Sprossen. Momentan seht ihr nicht das ganze Sortiment, was ich sonst auffahre, weil ich auch bald anfange zu fasten, beziehungsweise weil wir dann auch in Urlaub fahren. Und dann habe ich schon das Sortiment etwas runtergefahren. Hülsenfrüchte und Getreide keime ich mir im Sommer eher selten. Das ist eher mal was für den Winter, wenn ich eher konzentriertere Rohkost benötige, beziehungsweise stärkehaltigere Rohkost. Ich bevorzuge gerade wirklich diese grünblättrigen Sprossen und das Grünkraut und die grünen Gräser. Das gibt mir so eine gewisse Leichtigkeit. Los geht's, folgt mir in meine Küche. Jetzt gebe ich euch mal wieder so einen kleinen Einblick, was bei mir gerade auf meinem Sprossenregal so wächst und gedeiht. Hier vorne in der Anzuchtschale, da seht ihr Erbsengrün. Das ist auch Erbsengrün, das ist schon recht
groß gewachsen, das kann jetzt gut entsaftet oder auch einfach pur gegessen werden. Dann haben wir hier ein wunderbare grüne Gräser, das ist Dinkel. Das hier ist Sonnenblumenkerngrün. Dann haben wir hier noch mehr grüne Gräser, Kamut und Weizen. Hier weiter unten, da seht ihr Gerstengras. Das sind Brokkolisprossen, die können noch ein bisschen wachsen. Hier habe ich schon begonnen zu ernten. Dann hier weiter unten, da wächst auch nochmal Kamut und Weizengras. Und hier wächst nochmal Sonnenblumenkerngrün und da hinten Weizengras. Und hier in diesem Sprossenturm, da gedeiht Rucola und Chia, also Grünkraut, ziehe ich aus diesen Saaten. Und hier weiter unten, da wächst in allen drei Schalen Dinkelgras. Wenn ihr euch jetzt auch für die Sprossenzucht interessiert, dann kann ich euch mein E-Book über Sprossen, Grünkraut und grüne Gräser empfehlen. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Mittlerweile habe ich dieses E-Book weit über 1000 Mal verkauft und bin auch sehr, sehr dankbar für eure Unterstützung. Herzlichen Dank. Und wer sich jetzt für Wildkräuter interessiert, dem kann ich mein kostenloses E-Book mit den 6 gesündesten Wildkräutern unserer Region empfehlen. Den Link findet ihr auch unten in der Infobox. Das war's wieder von mir. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video inspirieren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen dafür nach oben. Wie ernährt ihr euch gerade? Kommen viele Lebensmittel, die auf eurem Tisch stehen, aus der Region? Sammelt ihr Wildkräuter? Zieht ihr euch Sprossen? Lasst uns gerne daran teilhaben. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss, eure Silke.